Immer wieder erlebe ich, dass das Wort Dielektrikum nicht richtig verstanden wird. Deswegen mal ein paar Worte dazu. Die kommt von dia, griechisch, heißt durch. Dielektrikum. Kommen wir mal zum Begriff. Wenn ich hier einen Leiter habe, der zum Beispiel negativ, meinetwegen auch positiv geladen ist, ganz egal, und ich habe hier außenrum Isoliermaterial, dann ist darum ein Isolator. Das ist alles nicht schlimm. Wenn ich jetzt aber noch einen weiteren Leiter außen anfüge, zum Beispiel bei Koaxialkabeln sagt man es, koaxial, alles eine Achse, ne? Alles in einer Achse, immer gleichmäßigen Abstand. Kennt ihr vom Fernsehkabel zum Beispiel oder von NF-Kabeln oder. Und ich habe hier zum Beispiel wieder negativ und hier an dem äußeren Leiter eine positive Ladung angelegt. Dann wird dieser Isolator, das bleibt da trotzdem, ein Dielektrikum. Und ein Dielektrikum leitet die Flussdichte durch. Also kann die elektrische Feldstärke gut weiterleiten. So kann man sich es auch sagen. Das drückt sich aus in der Permittivität. Nicht zu verwechseln mit der Permeabilität. Das hat was mit Magneten zu tun. Hier geht es um die Permittivität. Schaut euch den Link dazu an. Das Video wartet hier, gar kein Problem. Eine zweite Sache, das Dielektrikum ist polarisierbar, auch dazu ein Link. Und das ist das Spannende an der ganzen Sache, denn ein Dielektrikum, ich nehme es jetzt mal wieder mit der klassischen Form Plattenkondensator, ein Dielektrikum erhöht die Kapazität solcher Kondensatoren. Ein Dielektrikum hier erzeugt auch eine höhere Kapazität dieses komischen Kondensators. Sieht vielleicht aus wie eine leidende Flasche, ne? Also, die Form ist komplett egal, deswegen habe ich hier hingeschrieben oder. Solche Plattenkondensatoren, die haben auch ganz andere Formen. Letzten Endes kann ich nur wieder sagen, siehe Link, denn ich werde auch entsprechend den Kondensator nochmal erklären. Also hier oben immer drauf das I achten. Da kommt er dann auch zu den entsprechenden Unterthemen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen zur Verwirrung beitragen, beziehungsweise zur Entwirrung. Und ja, wünsche euch was Schönes. Tschüss, tschüss.